Ergebnisse. Darüber wollen wir diskutieren. Jetzt im ersten Teil in zwei spannenden, kurzen, knackigen Bodendiskussionen. Mit zum einen im ersten Teil wollen wir uns um die Märkte, um die Finanzmärkte kümmern und behandeln. Und ich freue mich, hier auf der Bühne ein Unternehmen begrüßen zu dürfen, das auch ein Wegbegleiter der ersten Stunde war. Ein Unternehmen, ja, manche sagen die größte Fondsgesellschaft der Welt. Herzlich willkommen, FiFidelity, Emanuel Kutzmich. Ein zweiter treuer Wegbegleiter bei allen Veranstaltungen ist, war einmal die DWS, leider gibt es nicht mehr, aber Werner Penze arbeitet jetzt für die deutsche Asset und Wealth Management. Herzlich willkommen. Ja, und zu guter Letzt Ethinea, die Fondsmanager des berühmten Aetna Fonds. Herzlich willkommen, Thomas Langer. So, meine Herren, lassen Sie über die Märkte sprechen. Eines, was sich in den letzten Jahren auch ganz wesentlich verändert hat, ist die Art und Weise, Produkte herzustellen, Produkte zu liefern. War vor 3-4 Jahren noch der Wettlauf für Rohstofffonds und Gold und Minen und blablabla. Reden wir jetzt über Vermögensverwaltungsfonds und Multi-Asset und einfach Pakete, die geschnürt, all-inclusive Pakete sozusagen. Ein vorreitender Bereich war die DWS, das neue Unternehmen Deutsche Wealth and Asset Management, ist ja nur eine Namenserweiterung, sonst die Produkte sind alle gleich geblieben. Werner, wie siehst du diese Entwicklung zum All-Inclusive-Produkt? Ja, schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, Michael. Er macht so wie immer, also in den letzten 12 Jahren, er stellt die Fragen, die wir sie vorher ausgemacht haben, nicht. Der Ernst kann auch ein Lied davon singen. Nein, Spaß beiseite, natürlich. Also wir sind, die DWS gibt es immer noch und die DWS wird auch weitergeben. Die DWS ist Teil dieser deutschen Asset und Wealth Management geworden. Und wir haben in dieser Produktentwicklung Multi-Asset-Produkte eine sehr, sehr lange Tradition, wobei wir aber auf der anderen Seite die sehr oft auch in der Vergangenheit, als das noch möglich war, mit Garantien versehen haben. Jetzt aktuell im momentanen Zinsumfeld machen Garantieprodukte wenig Sinn, weil nach Absicherung für Aktien nichts überbleibt und wir keine Aktienquoten sehen. Deshalb sind diese Multi-Asset-Produkte oder Total-Return-Produkte, die jetzt so modern sind und die Berater und die Kunden schützen sollen. Und das ist in Wirklichkeit ja das, was dahinter steckt. Der Kunde möchte diese Schwankungen der Aktienmärkte der vergangenen 10 Jahre nicht mehr sehen in seinen Portfolios. Oder die wenigsten Kunden. Also minus 50 bedarf plus 100, um wieder am Ausgangspunkt zu sein, muss ich Ihnen nicht erklären. Und was das für Portfolios bedeutet, die für Tilgungsträger eingesetzt werden oder für Pensionsvorsorge, ist dasselbe. Und das ist der Grund, warum diese Multi-Asset-Produkte wie bei uns aktuell das DWS-Konzept Kaldemorgen so extrem boomen und so große Zuflüsse sind. Der Herr Kaldemorgen hat 500 Millionen eingesammelt, habe ich heute gelesen. Genau, also der Klaus Kaldemorgen ist ja ein gewisses Risiko gegangen, dass er als erster Fondsmanager bei uns im Haus auf einen Fonds seinen Namen geschrieben hat. Und wer weiß, wie lange der Mann im Markt ist, welcher Namen er zu verlieren hat, der weiß auch, dass das natürlich mit gewissen Risiken behaftet war. Wer war der Chef des Aktienfondsmanagements, Vermögensbildungsfonds I, Accumula etc., alte Flaggschiffe, die er gemanagt hat, hat er alle abgegeben und gesagt, ich will das nicht mehr, ich konzentriere mich auf ein einziges Produkt und dieses eine einzige Produkt, dafür beschäftigt er das ganze Haus. Wenn er nicht Klaus Kaldemorgen wäre, hätte ihn der Asoka Wörmann wahrscheinlich verjagt und hätte gemeint, geht nicht, weil wir kennen nicht die ganze Research-Kapazität und alle Fondsmanager für ein Konzept arbeiten lassen. Die Performance und vor allem die Volatilität des Produkts sind aber so gut, dass jetzt die Inflows in den letzten Wochen und Monaten wirklich explodiert sind. Aber um Namensgebung, ich habe also immer geglaubt, der Patrimon von Kreuz und Kammerjagd, aber ich habe mich eines Besseres belehren lassen. Ja, ist richtig. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name eben, wie gesagt, Emanuel Kutzmich bei Fidelity. Hier hat es Tradition, auch wie angesprochen wurde, hier lang sozusagen den Markt zu antizipieren. Wir haben hier ein neues Produkt eben hervorgebracht, den Patrimonfonds, vielen durch Kammerjagd eben bekannt. Das Interessante beim Kammerjagd und beim Patrimonfonds und woher wir auch diesen Namensgebungen etwas abgekupfert haben, ist, dass er in Frankreich natürlich ein wohlbekannter Fonds ist. Wir haben das erstmals nach Wien geholt,
als Vermögensverwalter nach Fonds. Seit April 2011 ist er als Vermögensverwalter nach Fonds auch in Wien zugelassen, hat dementsprechend die Möglichkeit, hier seine dynamischen Assetklassen auf 0% zu reduzieren, sollte der Bedarf sein. Wir sehen ja eindeutig den Trend, auch wie Herr Müller vorher angesprochen hat, dass sich sozusagen auch Märkte ändern. Man muss sich fokussieren und neu positionieren. Fidelity möchte diesen Trend nicht verschlafen und dementsprechend auch hier sich positioniert am österreichischen Markt mit diesem Patrimonienfonds. Richtig, dass auch hier die Namensgebung eine gewisse Rolle spielt. Wir wollten hier natürlich auch von diesem Gedankengut partizipieren. Patrimoine hat ja diesen zweiteiligen Namen, einerseits Vermögenserhalt, andererseits Vermögensbildung. Das heißt, es ist ein langfristiger Trend, den wir anstreben, so wie mit allen unseren Produkten im Hause Fidelity, der sozusagen auf dem Bottom-up-Prinzip basiert, um hier unsere Expertise sozusagen auch wieder einzubringen und das eben mit der Möglichkeit, hier in Multi-Asset-Anlagen zu investieren. Okay. Wir sind noch bei der lockeren Offline-Runde im Übrigen, also der Dr. Babs, der leider verhindert ist, deswegen sind Sie eingesprungen, Dankeschön dafür. Er hat mich vorgewarnt, bitte nimm den Herrn Kutz nicht zu hart dran. Wir sind jetzt bei der Offline-Runde, kommen noch ein paar blöde Fragen, aber zuerst darf ich den Herrn Langer blöd fragen. Der Aetna ist ein Schnellstarter in den letzten Jahren. Ja? Also Sie sind von null weg quasi in alle Kundenportfolios eingestartet in den letzten Jahren. Wie ist das passiert? Warum? Warum hat alle geglaubt, wir brauchen Aetna? Erstmal schönen guten Tag von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, Herr Müller. Also wie kam das? Also unsere Fondsgeschichte ist ja eigentlich ein Unfall. Wir wollten ja nicht als Fondsgesellschaften anfangen. Als in 2002 der Herr Pesarini mit seinem damals guten Freund, dem Herrn Val San Giacomo, entschieden hat, einen Fonds aufzulegen, haben die beiden Herren das getan, um ihr Privatvermögen zu managen. Und da haben sie mit 7 Millionen Euro angefangen, ihr Privatvermögen zu managen. Und das haben sie ganz erfolgreich getan, weil sie haben eins gesagt, wir wollen keine Benchmark aufbauen. Wir wollen nicht am Ende des Jahres sagen, ja, vielleicht minus 5 ist gut, weil der Markt minus 20 gemacht hat. Nee, sie haben gesagt, wir wollen von dem Geld leben, wir haben gut Geld verdient in der Vergangenheit. Deshalb steht für uns eines ganz sicher fest, wir wollen die schwarze Null am Ende des Jahres. Und wenn möglich, wollen wir einen positiven Return davon haben, weil davon wollen wir leben. Und aus dieser Sache hat sich nach 5 Jahren mit 180 Millionen circa Friends and Family haben investiert, haben sich jetzt heute ein Volumen von über 6,5 Milliarden Euro entwickelt. Und wir betreiben insofern eigentlich erst seit circa 2006 die Sache insofern ernsthaftig, dass wir eigentlich jetzt seit 2011 in der eigenen Kapitalanlagegesellschaft am Start sind und ein irisches Geschäftsmodell gemacht haben. Und die beiden Herren sind immer noch große Investoren in den Fonds. Okay. 180 Millionen Friends and Family, braucht es noch einen jungen? Ich lasse mich adoptieren, ich mache überall mit. Ja, das habe ich beim Herrn Pesarini auch schon versucht, aber er hat 5 Kinder und insofern sagt er Thomas leider, also die Plätze sind besetzt. Okay. Aber jetzt reden wir über die Märkte, das Thema Asset Allocation, es geht ja darum, also wie stelle ich mich auf, da gibt es ja, das Thema Asset Allocation ist ja landläufig, ja, Aktien, Anleihen, Cash, so. Ja, hat es immer schon gegeben, was ist da jetzt los? Toll neu. Dazu kommen aber so ein Multi-Asset-Thema, dass man auch andere Asset-Klassen dazu nimmt, beimischt, die vielleicht keine große Korrelation haben. Wie ist Aetna hier positioniert? Also für uns ist das Thema Asset Allocation nicht einfach nur jetzt das klassische, wie viel haben wir in Aktien, wie viel haben wir in Renten. Wir gehen da ein bisschen anders vor. Wir machen uns Gedanken und sagen, sind wir im Moment in einem Risk-On-Mode oder Risk-Off-Mode? Macht es im Moment Sinn, Risiken zu nehmen? So, wenn wir sagen ja, wie im Moment, kann ich sagen, sind wir in einem Risk-On-Mode, dann überlegen wir, wo lohnt es sich, die Risiken zu nehmen? Im Moment vielleicht ein bisschen mehr auf der Aktienseite. Zum Beispiel in 2009 war das ganz unterschiedlich. Da haben wir gesagt, natürlich, der Aktienmarkt sieht gut aus, aber wir glauben, dass wir die Renditen, die wir erzielen wollen, wie eher zum Beispiel Corporate Bonds nehmen. Und deshalb haben wir zu dieser Zeit zum Beispiel sehr wenig Aktien gehabt, aber wir haben einen sehr großen Fokus auf Corporate Bonds gehabt, weil wir gesagt haben, auch da werden wir Kursgewinne haben, plus wir haben einen schönen Coupon. Und das ist eigentlich für vermögensverwaltende Fonds immer sehr bequem, wenn sie noch einen Coupon haben. Das haben sie im Moment wohl eher nicht. Ja, bei Fidelity ist es ähnlich. Also wir haben auch beim Hause Fidelity haben wir ein sehr starkes Research-Team, das sich auch speziell für die Multi-Asset-Anlagen beschäftigt. Bei uns heißt das Investment Solution Group Team.
Dementsprechend sind da 19 Analysten, also Fondsmanager auch dabei, die sozusagen mit den Analysten gemeinsam die Märkte und die einzelnen Assetklassen sozusagen durchgehen. Nach der heutigen sozusagen Situation haben wir das so gewichtet, dass wir einerseits übergewichten in Aktien aufgrund der globalen Quantitative Easing, dass wir auch noch nicht wissen sozusagen, wann dieses Tapering dann doch endlich beginnt, wenn es mal beginnt und in welchem Ausmaß. Man darf dann natürlich auch nicht vergessen, dass hier dementsprechend dieser Schritt erst langsam beginnen darf und kann, dass man auch nicht diese diesen anfänglichen Wirtschaftswachstum, den man jetzt sieht, auch global, dass man den auch vorzeitig abwirkt. Was wir aber sehen, dass wir die Bonds auf der anderen Seite eben stark untergewichten wieder, dadurch, dass wir eben annehmen, dass es hier zu einer Zinssteigerung kommen wird und dadurch, dass die Anleihenkurse dementsprechend fallen werden. Wir sind auch positioniert bei Immobilien underweight, da diese auch eben zinssensitiv sind und dementsprechend sieht man hier also keine durchgehende Linie. Das heißt, wir passen immer den Markt sozusagen die Assetklassen an und ich glaube, das zeichnet auch Fidelity aus aufgrund des Bottom-up-Research-Stock-Pickings, hier auch die richtigen Anlageprodukte und hier auch die richtigen Asset-Entscheidungen einzubringen. Das ist ein Okay, also wir sind da simpler in Deutschland. Wir machen das nach altbewährten Methoden. Das heißt, wir haben ein ganz klares Risikoertragsprofil im Konzept Kaldemorgen. Die Aussage ist, und das ist nur eines der vermögensverwalteten Multi-Asset-Produkte, aber der Klaus Kaldemorgen hat in dem Produkt ganz klare Aussagen getätigt und die auch eingehalten. Das heißt, wenn die Aktienmärkte nach oben gehen, will ich zu zwei Dritteln dabei sein. Wenn die Aktienmärkte nach unten gehen, nehme ich maximal ein Drittel des Abschwungs mit. Ich habe immer eine einstellige Volatilität und ich habe einen Maximal-Drawdown per anno von 10%. Damit sehen Sie, unterscheiden sich diese drei Multi-Asset-Produkte schon einmal voneinander vom Ansatz. Und ab da sind wir wieder dabei, dass wir sagen, die Branche lebt ja. Und wenn Sie als Berater diese Produkte einsetzen, dann würde ich auch dort nicht auf ein Pferd setzen, sondern eine gesunde Mischung. Nur wenn Multi-Asset draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass das ähnliche Systeme sind. Und wenn Sie sich das Produkt von uns ansehen, dann haben wir seit Auflage im Mai 2011 hat Klaus Kaldemorgen 18, irgendwas Prozent per anno gemacht mit einer Volatilität von 5. Das heißt, die Volatilität ist sehr, sehr nieder und der Ertrag ist im Vergleich zu irgendwelchen sicheren Veranlagungen sehr, sehr in Ordnung. Sie können sich ja die Vergleiche in der Peer Group ansehen, aber darum geht es gar nicht so, als wie, dass ich jetzt schon wieder höre, naja, Multi-Asset, das ist ja vorbei, weil die Aktien machen ja plus 30. Und warum machen wir denn nicht hundertprozentig Long-Only-Aktienfonds und am besten machen wir doch Türkei oder machen wir doch Japan, weil wir steigen ja so gerne dort ein, wo es schon vorbei und gelaufen ist. Und dann korrigieren diese Märkte um 10% und dann beginnt wieder das große Weglagen. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass Sie sich als Berater schützen und Ihren Kunden schützen, indem Sie diese Aktienfonds, diese Themenfonds beimischen, dort wo es Sinn macht. Aber dass das Haupt-Core-Asset Multi-Asset ist, weil Sie können dabei nicht verantwortlich gemacht werden für irgendwelche Falschberatungen, weil Sie keine Anlageentscheidungen in den Produkten treffen. Und ich glaube, das ist Sinn und Zweck der Produkte. Aber Dankeschön, dass du das herausgestellt hast, das war jetzt sehr, sehr wichtig, diese drei Unterschiede. Wir machen es nämlich greifbar, denn ich habe immer kritisch hinterfragt, ob man nicht mit vermögensverwalteten Fonds der Berater sich zum Vermittler degradiert. Und das Beschäftigen damit hat mich teilweise eines Besseren belehrt, weil es natürlich schon sehr, sehr große Diversitäten gibt in diesem Markt. Insbesondere dann dort, wo es auch noch Multi-Asset-Produkte gibt, die vielleicht sogar noch keine Rohstoffe und andere Dinge auch noch dabei haben. Also hier kann ich wirklich ein Bündel auch machen und ich werde vom Berater des Einzelfonds hin zum Berater des Vermögensfonds. Vielleicht, damit wir auch zum Abschluss noch wirklich auch etwas Wesentliches mitnehmen, sind trotzdem Sie sich breit aufstellen und sicher aufstellen, gibt es trotzdem klare Trends, die Sie für die nächsten halbe Jahr sehen, wo Sie sagen, da sollte ich als Berater mit meinen Kunden doch einen Fokus drauf haben?
Es soll jetzt keine klassische Anlageempfehlung sein, aber Sie wissen, was ich meine. Es gibt doch ganz klare Entwicklungen, die sich aus der aktuellen Situation heraus ergeben. Absolut, Herr Müller. Also ich denke, die meisten Besucher hier oder Gäste oder ihre Gäste kennen uns durch unser Portfolio, den Aetna Aktiv E, weil das in der Zwischenzeit unser Flaggschifffonds ist mit 5,5 Milliarden Euro. Und wir sind kein Global Player wie Fidelity oder auch der Kollege von der Deutschen. Wir sind ein kleines Nischenprodukt. Insofern haben wir das getan, was Sie zu Beginn Ihrer Präsentation gesagt haben. Wir haben uns quasi fokussiert und haben uns so aufgestellt in der Nische und sagen, wir tun das, was wir gut können. Wir haben jetzt aber auch, um der Situation an den Kapitalmärkten gerecht zu werden, haben wir seit 3 Jahren schon ein Fonds, der deutlich mehr Risiko nehmen kann. Das ist der Global Dynamisch. Und dieses Portfolio, denke ich, wird zeitgemäßer sein für die nächsten 12, 24 Monate, weil wir uns natürlich immer schwerer tun, im aktuellen Zinsumfeld vernünftige Renditen für unsere Kunden zu erwirtschaften. Wir waren bisher jetzt auch nicht bekannt als die großen Stockpicker, sondern wir waren immer das Haus, das Risiken allokiert hat. Und im Moment haben wir da eine ganz klare Aussage getroffen, ja zur Aktie, deutliche höhere Gewichtung im Aktiv-E. Und insofern haben wir im Moment einen besonderen Augenmerk auf unser Global Dynamisch Portfolio, weil wir da bis zu 70% in Aktien gehen können. Wir alle wissen, there is no lunch for free, deshalb werden wir auch da eine höhere Volatilität haben, wie zum Beispiel im Aktiv-E. Der Aktiv-E hat im Moment eine Volatilität von 3%, dieses Portfolio hat eine Volatilität von 6%, aber wir haben auch im Moment einen Return größer 10%. Und deshalb die Fokussierung im Moment heißt für uns, ja, wir sind bereit, mehr Risiken zu nehmen, aber trotzdem, wir benötigen alle die Disziplin, auch in schwierigen Märkten wieder auszusteigen. Ja, danke. Wir sind bei Fidelity auch ähnlich aufgestellt, dadurch, dass wir eben auf die Entwicklung an den Aktienmärkten auch in Amerika, in Asien, in Europa sehr stark nachbearbeiten und hier ein Bottom-up-Research-Team überall vor Ort in den Märkten haben, ist es uns eben auch ein Anliegen, hier Produkte sozusagen nicht nur in eine Richtung zu entwickeln, auch wie wir gerade beim Patrimoine eben gefunden haben, also wie ich erklärt habe, ist dieses ISG-Team dafür zuständig, hier die unterschiedlichen Asset-Klassen wirklich konstant zu monitoren und wie ich auch vorher angesprochen habe, sind es Aktien, die es aufgrund der globalen Wirtschaftsentwicklung und der FED-Entscheidung und der Janet Yellen, die sozusagen auch im Jänner ihr Amt antreten wird, und versuchen wir mit aller Kraft auch hier die in den Arbeitsmarkt in Schuss zu bringen, kann sozusagen auch nicht dieses Tapering so schnell runterfahren. Hier ist die Anlageentscheidung von Fidelity eindeutig übergewichten in Aktien, wie ich eben schon vorher angesprochen habe, soll aber nicht bedeuten, dass man jetzt nur Long-Only-Fonds nehmen soll, sondern Diversifizierung ist auch hier Thema der Stunde, auch in der Zukunft. Es wird nicht jeder Fonds in jede Richtung, in jeder Marktlage perfekt performen. Wichtig ist es, sozusagen ein Standard, ein Core-Produkt oder mehrere eben zu nehmen mit Multi-Asset-Produkten, wie es auch der Werner Peinze angesprochen hat, hier sozusagen von jedem Haus etwas in seinem Portfolio zu haben, aber natürlich auch rundherum die Satelliten aufzubauen, die auf langfristige Trends setzen. Globale Consumer-Trends, Emerging Markets sollte man auch nicht aus den Augen verlieren, auch EMEA, also Emerging Europe, Middle East und Africa. Dass man das dementsprechend auch so im Portfolio auch hat, dass man in jeder Marktlage und in jeder Situation auf lange Sicht, und das ist wichtig, gut aufgestellt ist. Trend. Der Trend ist your friend. Und Trend sollte man laufen lassen. Wir sind natürlich auch sehr, 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 sehr positiv auf Aktien aktuell in unseren allen Ausblicken, in unseren Portfolios. Ich wollte nur noch sagen, natürlich kann ich Multi-Asset auch betreiben, mit Trendfolgermodellen. Wir haben in der Vorwoche gerade für ARZ, und ARZ ist in Österreich mit einer anderen KAG verbunden, aber wir haben mit dem Leo Willert eine sehr lange Kooperation. Schauen Sie sich vielleicht einmal die DWS ARZ-Fonds an. Jede Menge Dachfonds-Awards in der Vorwoche eingeheimst. Dort bin ich auf der konservativen oder auf der Aktienseite unterwegs. Das heißt, Multi-Asset ist mehrdimensional. Und zur Frage der Trends, natürlich
Emerging Markets, da aber eher Satellites, also eher schon nicht mehr die gesettelten Märkte, sondern Next 11, wenn Sie so möchten. Wir sind sehr, sehr positiv zum Thema Europa, das habe ich heute noch gar nicht gehört. Wir haben in Euroland in den letzten 3 Jahren, obwohl alle nur über Euroland gelächelt haben und über die Krisen in Europa gesprochen haben, DWS Top Euroland plus 45% in den letzten 3 Jahren. Problem, es war eine Party ohne Gäste, die Kunden und die Vermittler waren nicht dabei. Das ist aber immer wieder unser Problem, dass wir dann halt, wenn diese Trends gelaufen sind, dann schreiben die Medien sehr oft darüber, sage ich mal, man muss sich sehr, sehr zu fürchten beginnen, wenn in den kleinformatigen Gratiszeitungen steht, in was man jetzt einsteigen soll, dann ist es normalerweise Zeit, dort zu verkaufen. Und was wir auch sehr, sehr positiv sehen im nächsten Jahr wieder, ist auf Zukunft gerichtet, auf Sparplan gerichtet, das Thema Afrika. Das hat heuer korrigiert, aber Afrika ist sicher ein Markt der Zukunft, speziell im Sparplanbereich. Dankeschön. Zum Abschluss möchte ich nochmal betonen und ein großes Dankeschön sagen. Gerade BWS und Fidelity waren die Gesellschaften, die seit Dimmern und Ethnis ist jetzt seit kurzem eben auch voll dabei. Bei jeder Finanzdienstleisterveranstaltung sieht die Kongresse wie diese hier, ARE Consult, wenn sie überall dabei sind und mitsponsern, ein ganz klares, deswegen sage ich es, ein ganz klares Commitment für den freien Finanzberatermarkt, auch wenn da jetzt nicht wahnsinnig viel Volumen kommt. Aber ein ganz klares Commitment für Sie, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Und ja, es gibt für Sie nur 2 Möglichkeiten, Danke zu sagen. Entweder in der Pause nachher deren Stände zu besuchen und die Bursstrategie, also die Bursstrategie zu erfahren und natürlich sich zu bedanken, indem Sie deren Produktfolder mit nach Hause nehmen und Sie dann Ihren Kunden präsentieren. Dankeschön, Werner Peinze. Dankeschön, Herr Lander. Dankeschön, Herr Langer. Dankeschön. Applaus